Und erwähnt sie hier, dass Al-Firdaus, als er dann verstorben ist, hat sie nochmal diese Worte gesagt, nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا أَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَى. فَلَمَّا مَاتَ, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist gestorben. Es gibt nämlich, es gibt einige Gruppierungen, sie lehnen ab, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gestorben ist. Sie sagen, er hat sich nur verschleiert. Er ist hinter einem Schleier, aber er ist nicht verstorben. Sie glauben, dass er lebt. Nein. Also wir reden von dem natürlichen Tod, von dem ersten natürlichen Tod. Dass es eine andere Form von Leben gibt, Hayatul Anbiya. Al-Bayhaqi hat ein Buch geschrieben über das Thema Hayatul Anbiya fil Qubur. Dass die, das Leben der Propheten in ihren Gräbern, das ist aber eine andere Sache. Wir reden nicht von dieser Art des Lebens. Und um zu diesem Leben zu kommen, muss man sterben. Und das würde ja auch bedeuten, dass die Sahaba haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben oder nicht? Ja, haben sie einen lebendigen Menschen begraben? Das wäre ein Verbrechen oder nicht? Jannat al-Firdaus. Al-Firdaus bedeutet ein Garten, der, also linguistisch, Al-Firdaus ist ein Garten, der jegliche Form von Pflanze und Frucht beinhaltet und umschließt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Allah fas'aluhu. Wenn ihr Allah Ta'ala bittet, dann bittet ihn um Firdaus. Er sagte, فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَاهَا وَسَقْفُهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Er sagte, wenn ihr Allah Ta'ala bittet, dann bittet ihn um Al-Firdaus. Al-Firdaus ist nämlich die höchste, ist die Mitte des Paradieses und die höchste Stelle des Paradieses, und der Saqf, das heißt das Dach dieses Paradieses, ist der Thron. Allah Ta'ala, das ist in Bukhari überliefert.